Guten Abend und herzlich willkommen bei unserem heutigen Webinar. Herzlich willkommen auch im Namen von JFD Brokers. Ja, und mein Name ist Stefan Fredrichowski. Wie gewohnt zu dieser Art von Webinar. Na, heute machen wir ein bisschen was anderes, aber trotzdem gewohnte Stunde für mich und natürlich auch nochmal allen ein gutes neues Jahr 2018. Naja, den dritten Tag haben wir jetzt schon. Langsam kehrt der Alltag wieder ein. Die Börsen erwachen auch wieder mehr. Also alles gewissermaßen wie gewohnt. Also heute, 3. Januar, Mittwoch, 19 Uhr und das im Jahr 2018. 18, das mal auch noch hier für die Aufzeichnung. Und ja, herzlich willkommen auch nochmal hier für Leute, die mich gerade nochmal persönlich hier grüßen im Chat. Vielen, vielen Dank und auch für die Neujahrsgrüße. Natürlich, ich kann jetzt nicht mehr jedem Einzelnen da antworten. Das geht natürlich nicht. Ist natürlich toll, dass wieder so viele hier sind. Also langsam muss ich mir Sorgen machen, dass wir irgendwann an die Maximalanzahl hier stoßen. Ja, und das heute natürlich noch bei einem Thema, was irgendwie mal ein bisschen anders ist. Traden aus der Sicht eines Brokers. Also, vorneweg gesagt, heute erzähle ich nichts über Trading-Strategien. Wir werden keine neue entwickeln, keine alte aus dem Hut zaubern. Nee, was ich heute mache, ist, ich möchte euch ganz bewusst einladen, mal einen Perspektivwechsel durchzuführen. Und der Perspektivwechsel soll einfach heißen, ihr seid Broker. Und dann gucken wir uns einfach mal die Trades und das ganze Geschehen mal von der anderen Seite aus an. Und da steht auch nicht umsonst eines Brokers und nicht irgendwie aus der Sicht von JFD, sondern ich möchte das erstmal allgemein halten. Und so soll es auch sein, weil es mal gut ist, sich das ganze Geschehen mal von der anderen Seite aus anzuschauen, einfach weil das nochmal andere Einblicke auch gibt. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, es kann auch mal für den einen oder anderen ein bisschen auch ein sogenannter Eye-Opener werden, wenn man das Ganze nämlich wirklich mal aus der anderen Perspektive sich anguckt. Und genau das will ich eigentlich erreichen. Und das auch so objektiv wie möglich, auch wenn das vielleicht nachher nicht mehr so hundertprozentig der Fall ist, weil natürlich gibt es hier auch einen Bias, wobei der Bias ist hier nicht JFD getrieben, sondern mehr aus den verschiedenen Arten der Broker. Und das hoffe ich, erkennt auch jeder an, dass ich das so objektiv wie möglich mache, so wie ich auch sonst ganz nüchtern und mit mehr der statistischen Brille an irgendwelche Trades, Trading-Strategien und dergleichen herangehe. Genauso soll es natürlich auch hier sein. Ja, natürlich noch die üblichen Vorbemerkungen. Wer mal mit mir direkt in Kontakt treten möchte, hier unten seht ihr direkt meine E-Mail-Adresse mit meinem komplizierten Nachnamen, aber scheut euch nicht, direkt mich mit Stefan anzureden. Macht das Leben für mich hier einfacher und bei meinem Nachnamen spart ihr euch einen Haufen Schreiberei. Und das andere, natürlich wie immer, Folien sind schon hochgeladen. Das heißt, ihr wiederum könnt aus dem GoToWebinar-Bedienpanel die Folien des heutigen Webinars auch schon herunterladen. Ich zeige es danach auch in Excel-Sheet, aber ich glaube nicht, dass da jetzt großes Interesse dran ist. Wer das wiederum trotzdem haben möchte, klar, schicke ich gerne zu. Braucht dann allerdings von einer E-Mail-Nachricht von euch. Weil, wenn er das nur hier im Chat schreibt, dann verschwindet das sozusagen nachher für mich. Warum ich jetzt gerade wieder schmunzle, ist natürlich, weil ich schon hier einige Kommentare lese und da schon auch einige lustige dabei sind, einfach mit Blick auf das heutige Thema. Also alles kann ich jetzt hier auch nicht vorlesen, aber das eine oder andere wird sicherlich davon auch nachher nochmal auftauchen. Gut, die üblichen anderen Vorbemerkungen natürlich seien hier auch genannt. Natürlich wie immer der Risk Disclaimer einmal gezeigt, auch wenn wir heute wirklich nicht über Trading-Strategien reden. Aber trotzdem sei es gesagt, wann immer ihr tradet, auch mit Webinar-Inhalt, ohne Webinar-Inhalt. Schließlich und endlich, Trades sind natürlich immer die euren und ihr seid natürlich zu 100% für eure Trades an der Stelle
verantwortlich. So, jetzt schiebe ich hier gerade aus Versehen mein Bild durch die Gegend. Das soll natürlich nicht sein. Das schieben wir mal wieder zurück, sodass das hier wieder ordentlich reinpasst. Ich habe heute noch eine zweite Seite davon aufgeschrieben, einfach weil ich das wirklich mal sagen möchte, dass ich das, was ich ja heute auch als Analysen und Aussagen bearbeite, sind theoretischer Natur. Das heißt, ich beschreibe Möglichkeiten. Was ich hier nicht unterstellen will, ist, dass solche Dinge, wie ich sie hier auch zur Sprache bringe, auch dann tatsächlich zum Einsatz kommen. Bei wem und wo auch immer. Das soll damit überhaupt nicht gesagt werden. Aber ich wollte es einfach hier nochmal extra erwähnen. Wenn wir das Traden, wenn wir wirklich mal in diesen Perspektivwechsel einsteigen wollen, und ich wiederhole mich da jetzt, macht das wirklich mal. Überlegt mal, wenn ihr auf der anderen Seite wärt, wenn ihr also nicht der Knopf seid, der EA oder sonst wer, der den Trade absetzt in eurem MT4 oder in welcher Plattform auch immer, danach geht ja durchs Internet der Trade an den Broker. Und jetzt guckt euch mal das ganze Geschehen aus Sicht dieses Brokers an. Warum ist das immer so wichtig? Das ist wie im allgemeinen Geschäftsleben. Was sich immer lohnt, ist einfach mal auf die Seite des Gegenübers zu gucken. Also ihr wollt ein Haus bauen, warum nicht mal die Perspektive des Architekten oder des Bauherrn sich angucken? Ihr wollt in ein Restaurant was essen gehen, warum nicht mal aus der Perspektive eines Restaurantbetreibers sich das Ganze anschauen? Und manchmal kommt man dazu so kleinen neuen Erkenntnissen. Das wird hoffentlich heute auch nicht anders sein. Weil ich nochmal gerade gefragt werde, nach Aufzeichnungen. Also hier Aufzeichnungen sind natürlich immer da und man findet die recht einfach auf YouTube. Und zwar, wenn ihr eintippt bei, fangt einfach auf der Google-Seite an, wenn ihr YouTube und dann Leerzeichen JFD eintippt, dann landet ihr automatisch auf dem YouTube-Kanal von JFD und da findet man dann auch sowohl diese von mir, die Webinare, Aufzeichnungen, als auch von meinen weiteren Kollegen. Also das alles dann da geordnet nach Zeit und nach ein bisschen auch nach Themen. Also ihr findet definitiv, wenn es dann doch nicht klappt, weil das hier einer schreibt, dann einfach nochmal kurz mir eine E-Mail, dann verschicke ich auch gerne nochmal einen expliziten Link auf eine solche Aufzeichnung. Wenn wir heute die Perspektive des Brokers einnehmen wollen, will ich kurz nochmal ein paar Begriffe auch erläutern. Welche stehen da schon, die dann gleich nochmal im Einzelnen, weil damit ist so ein bisschen klar, über was wir eigentlich reden, wenn wir aus der Sicht eines Brokers aufs Traden schauen. Ja, und dann werden wir mal ganz praktisch, wie eigentlich immer. Wenn ich ein Webinar mache, möchte ich dann wirklich mal Trades durchführen. Nur natürlich bin ich jetzt der Broker. Und dann gucken wir uns mal das Ganze an mit einem Trade und dann natürlich auch mit tausenden von Trades. Und ja, was denn dann sonst noch so geht, wenn wir denn mal die Seite gewechselt haben. Schauen wir uns das an. Kurz, das nur mal zur Einleitung, danach wird es auch schon ganz praktisch. Nur die Begriffe, ich habe es bewusst hier nochmal aufgeschrieben. Ich will da auch nochmal durchgehen, weil einerseits benutze ich sie nachher auch auf den Folien als Abkürzung und ihr findet genau die gleichen Begriffe auch gerne auf irgendwelchen Websites von Brokern und da tauchen immer so ein paar typische Begriffe aus, die sollen hier einfach nochmal kurz auch erwähnt werden. Unter MM, das ist recht einfach zu übersetzen, ist immer die Abkürzung für Market Maker. Die eine oder andere denkt jetzt sofort, oh, das ist was ganz Schlimmes. Nee, ist es erstmal prinzipiell überhaupt nicht, aber es ist halt ein Market Maker. Und diese Market Maker zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein Dealing Desk haben. Und jetzt ist natürlich toll, jetzt erkläre ich hier das eine englische Fremdwort mit dem nächsten englischen, aber es ist viel einfacher. Market Maker heißt eigentlich, wenn man es mal auf einen einzigen Satz zurückführt, nichts anderes als ich stelle den Kurs. Wenn ich sage, der Euro-US-Dollar ist bei 1,20, dann ist er bei 1,20. Punkt. Natürlich macht das keiner aus dem freien Himmel und sagt nicht plötzlich, der Euro-US-Dollar steht bei 1,60 oder bei 80 Cent. Aber prinzipiell zeichnet den Market Maker aus, dass er den Kurs stellt. Er macht den Kurs. Das ist auch gleich ganz anders, als wenn wir normal über Börse nachdenken mit Angebot und Nachfrage und all sowas. Nee, das ist hier. Der Kurs wird vom Broker gestellt, nämlich vom Market Maker. Und das ist es.
Es ist auch formal nichts anderes, wenn ihr am Flughafen seid und ihr wollt Geld wechseln, was weiß ich, von Euro in US-Dollar, dann geht ihr da auch zu einem Dealing-Desk oder in dem Fall einfach nur zu einem Schalter und legt da 100 Euro hin und bekommt so und so viel US-Dollar. Wie viel? Steht ausgeschrieben an der Anzeigetafel. Das heißt, euer Gegenüber macht den Kurs. Wenn er euch 1,10 gibt, kriegt er 110 Dollar. Wenn er 1,20 sagt, kriegt er halt 120 Dollar. Und wahrscheinlich nimmt er erstmal alles, was da steht. Aber das ist halt ein Market Maker. Ich stelle den Kurs. Aus der Broker-Sicht ist dafür eine besondere Lizenz nötig. Und das könnt ihr auch gerne mal nachfragen, also bei welchem Broker ihr auch immer seid. Selbst wenn jemand keinen Gebrauch davon macht, kann er natürlich trotzdem eine solche Lizenz haben, was aber schon komisch wäre. Aber man kann ja mal die Frage an den Support stellen. Habt ihr eine Lizenz als Market Maker? Fragezeichen. Um trotzdem dann auch zu sagen, JFD hat keine. Soweit nur dazu. Wie erkennt man Market Maker? Weil die schreiben das nämlich meistens nicht direkt auf ihre Internetseite, so ganz in fetten Lettern. Ein Indiz, wohlgemerkt, Indiz, kein Alleinstellungs- oder kein eindeutiges Kriterium. Meistens erkennt man Market Maker daran, dass, wenn man bei denen tradet, dass es nur in Anführungsstrichen Spreads gibt. Die sind zwar meistens, wenn wir nachher nochmal sehen, ein bisschen höher, aber die haben keine Kommission. Also meistens haben Market Maker nur Spreads, nur bewusst ja auch in Gänsefüßchen, und keine Kommission. Das ist aber jetzt erstmal weder gut noch schlecht, sondern es ist nur ein Kriterium. Aber es ist kein Ausschlusskriterium. Es geht in beide Richtungen, gibt es auch anderes, deswegen meistens. Ich habe jetzt schon mal einen fetten Strich hier reingemalt. Das andere sind dann Bezeichnungen, die die anderen, den anderen Typus Broker auch mal charakterisieren. Dabei gibt es durchaus gerne drei verschiedene Abkürzungen, die auftauchen und die meistens auch noch in wilder Kombination miteinander und zueinander. Auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig korrekt ist, wenn ich da jetzt relativ leicht drüber hinweggehe, meistens werden die Begriffe nämlich sogar simultan verwendet, auch wenn das nicht wirklich korrekt ist. Aber worauf läuft es immer hinaus? Beim STP-Broker, Straight Through Processing, was nichts anderes heißt als sofortige Durchleitung. Worum geht's? Die Order, die der Kunde abgibt, landet beim Broker und wird durchgereicht und deswegen straight through processing und geht an Banken, an Liquiditätspool, müssen wir nachher uns auch noch mal genauer angucken, was das wirklich bedeutet. Das Kernkriterium ist, dass der wirkliche Gegenpart nachher zu eurem Trade nicht der Broker wird, sondern jemand, der noch dahinter ist. Deswegen redet man hier auch gerne immer von einem sogenannten Agenturmodell, weil man den Trade, die Order des Kunden weiterreicht. Dann gibt es noch weitere Bezeichnungen, die auch alle ihre zusätzliche und auch alternative Berechtigungen haben, wie DMA, Direct Market Access, was aber auch schließlich auch nur dazu führt, dass die Order an diesen Pool weitergeleitet. Und es gibt sogar noch eine Sonderform, die betrifft aber die meisten von uns nicht. Das ist dann dieses ECN, Electronic Communication Network. Jetzt habe ich wirklich so viele herrliche Begriffe hier, was schließlich normalerweise dazu führt, dass der Kunde direkt in diesen Liquiditätspool sozusagen mitmacht. Erkennt man daran, dass man da dann auch sogenannte Orderbücher auch sieht. So ähnlich wie es im normalen Future-Handel oder beim sagen, echten Handel an der Börse ebenfalls ist. Das ist so das Grundkriterium vom ECN. Was das aber alles bedeutet, ist immer diese Weiterleitung. Also Trades werden durchgereicht. Der Broker ist gewissermaßen nur die Schnittstelle zu diesem Pool. Meistens, auch hier wieder nur ein meistens und kein Ausschlusskriterium, sind diese Arten von Brokern daran zu erkennen, dass sie an Kosten des Trades gleich zwei haben, nämlich den Spread und eine Kommission. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, so funktioniert es nämlich auch an dem Pool, nämlich über Spreads und Commission. Das ist genau wie im echten Future-Handel, da hat man immer eine Kommission. Das heißt, man zahlt allein dafür, dass man tradet. Und zusätzlich gibt es noch ein
in aller Regel variablen Spread und der ist einfach variabel, so wie halt die Marktbedingungen sind. Die Variabilität gilt auch für den Market Maker. Auch da gibt es wiederum Ausnahmen, die dann feste Spreads beispielsweise haben. Die sind aber dann meistens nochmal extra hoch, damit man da sozusagen keine Überraschungen erlebt. Aber da gibt es dann andere Absicherungsmechanismen. Aber Grundkriterium all dieser Broker, die die Order durchreichen, ist in der Regel Spread plus Commission. Das heißt, man hat scheinbar beides, also was irgendwie so klingt wie es wird teurer, was aber in der Praxis dann nicht zwangsläufig so sein muss. Und meistens ist es sogar eher ein Ticken umgekehrt. Aber muss nicht sein. Gut. Da kommen hier schon mal weitere Fragen, nämlich wer stellt den Swap-Zinssatz? Der Swap-Zinssatz wird aus der Sicht des Traders immer vom Broker gestellt und ist auch, wenn man einfach mal Broker miteinander vergleicht, immer anders. Jeder Broker hat da irgendwie eine andere Zahl. Aus Sicht der Letztgenannten wird er im Wesentlichen vom Pool von den dahinterliegenden Banken prinzipiell erstmal gestellt. Aber natürlich kann ein Broker damit was machen. Also er kann das erhöhen, erniedrigen, wie auch immer. Und der Market Maker ist sowieso ganz frei, was seine Swaps angeht. Grundsätzlich sollten natürlich diese Swap-Sätze was mit dem allgemeinen Marktgeschehen zu tun haben. Das ist dann typischerweise die Zinsdifferenz zwischen Regionen und den dahinterliegenden Währungen. Aber da gibt es viele, viele Freiheiten. Ganz kurz kommen wir nachher auch nochmal zu dem Thema Swaps. Wird schon gerade konkret nochmal gefragt, hat ein Market Maker eigentlich was genau von diesen Finanzierungskosten? Oh ja, hat er. Kommen wir aber noch zu. Damit lässt sich nämlich ebenfalls nämlich noch einiges spielen. Okay, aber das ist erstmal nur zu den Begriffen. Jetzt wollen wir wirklich mal einsteigen. Wir wollen einen Trade machen. Also genau genommen, irgendjemand auf dieser Welt, auch nicht ihr, ihr seid ja jetzt auch alle Broker. Irgendjemand, also ihr seid jetzt Broker, will einen Trade machen. Und ich sage einfach, da ist irgendwo auf der Welt ein Trader, und der hat jetzt Folgendes vor. Der will einen Long Trade Euro US-Dollar machen mit einem Lot. Und der bei ihm gerade angezeigte Ask-Kurs, auf dem macht man ja nun mal einen Long Trade, ist gerade 1,01. Wundert euch bitte nicht, dass ich eine Zahl genommen habe, die so nah bei 1 ist. Ich wollte mir nur bei allen zukünftigen Rechnungen die Währungsumrechnung sparen. Deswegen bin ich hier mal einfach an die 1 rangegangen, damit die Zahlen nicht so komisch erscheinen, wenn ich dann gleich mal eben hier einen Trade ausrechne. Also das ist nur der Grund, warum ich jetzt mal gerade den Wechselkurs Euro-US-Dollar so ungefähr auf Parität gelegt habe. Also, da sitzt jemand an seinem MT4, drückt den Knopf, ein Lot Long Euro-US-Dollar und er sieht den Ask-Kurs 1,01. Das ist es. So, jetzt gucken wir uns die zwei Varianten an. Da ich ja vorhin von zwei verschiedenen Brokern-Typen geredet habe, will ich hier auch diese beiden verschiedenen Typen auch mal kurz weiterverfolgen. Jetzt werden noch ganz konkrete Fragen gestellt. Was denkst du, was ist normalerweise besser, mit oder ohne Kommission? Antwort von mir: egal. Das Wichtige ist, wie die Ausführung ist. Das mal so ganz schnell als Antwort auf die Frage. Prinzipiell ist es mir völlig egal, ob ich mit Spreads und oder Spread und Commission trade. Wichtiger sind die Zahlen und die Order-Ausführung. Also von daher gibt es keine Ad-hoc-Antwort. Jetzt gucken wir uns das mal eben an. Also unter Trade landet hier beim Market Maker. Der Market Maker, ich habe jetzt einfach mal fiktiv gesagt, hat einen Spread von einem BIP auf Euro-US-Dollar. Er nimmt natürlich diesen Trade an und ich will auch hier gerade jetzt nicht an den Kursen irgendwie rumdrehen. Also wenn der Ask-Kurs 1,01 jetzt gerade ist, dann ist er also. Und ich stelle jetzt auch keinen neuen und anderen Preis. Ich will mir nur kurz mal angucken, was in der nächsten Millisekunde, ich bin ja jetzt Broker, ich habe diesen Trade angenommen, der steht jetzt sozusagen bei mir. Wenn ich hier Market Maker bin, dann steht er ja wirklich bei mir in meinem Buch und nirgendwo anders. Er ist einfach sozusagen quasi nur im Computer, also in einem Excel-Sheet oder wo auch immer, in irgendeiner Datenbank. Aktuell, da ich ja mein Spread habe,
von einem BIP habe ich, deswegen habe ich das mal hier GV, Gewinnverlust, Temp für temporär, habe ich aktuell ein Plus von 10 Euro, weil ja, nachdem wir auf dem Ask den Trade eröffnet haben, ist er ja dann nur noch den Bit-Kurs wert und der ist halt jetzt ein BIP kleiner. Das heißt, temporär habe ich jetzt gerade 10 Euro schon mal Gewinn aus der Sicht des Market Makers. Gut, das ist die eine Seite. Jetzt kommt die andere. Wenn wir ein solcher Broker, ein STP-Broker sind, also der, der die weiterleitet, müssen wir uns fragen, was haben wir denn hier für Konditionen? Ich sage jetzt einfach mal, wir haben einen Spread von 0,3 BIP und eine Kommission von 6 Euro pro Lot. Gut. Übrigens, um mal die Frage von gerade eben zu beantworten, was ist denn jetzt besser, mit oder ohne Kommission? Naja, bei meinem Zahlenbeispiel hier wäre es, wäre das mit Kommissionsmodell besser. Man kann hier gerne so eine Ad-Hoc-Rechnung machen, nämlich die der Spread und die Commission addieren sich hier zu 9 Euro und werden dadurch um 1 Euro besser. Das aber jetzt, ich habe die Zahlen nur nicht ganz gleich genommen, damit man auch sieht, dass ich hier überhaupt was Verschiedenes rechne. Wieder zurück. Wir sind Broker. Der Trade des Traders interessiert uns jetzt erstmal eigentlich überhaupt nicht. Wie sieht's denn jetzt hier bei mir aus? Also als STP-Broker. Also den Trade nehme ich genauso an und ich sage jetzt auch mal nicht, dass wir irgendwelche Preise hier noch hoch runterschieben. Nix. Bei mir ist natürlich jetzt hier, wenn ich STP-Broker bin, ist mein Bitpreis aktuell ein Ticken höher als hier von dem Market Maker. Ich verwechsel jetzt nicht Ask und Bit. Das Einzige, was ich hier mache, ist, normalerweise geht man immer vom Bit-Kurs aus und macht daraus den Ask und nicht umgekehrt, aber das ist jetzt nur feine Kleinigkeit, die nicht zur Rolle, also nicht wirklich hier relevant wird. Das heißt, mein Kurs ist ein Ticken anders, der Bit-Kurs. Und ich kann natürlich hier jetzt auch fragen, wie sieht denn dieser aktuelle Trade gerade aus? Naja, gut. Ich sage einfach zur Vereinfachung, die Kommission, die kassiere ich sofort, nämlich diese 6 Euro. Und ich tue mal einfach so, das stimmt alles in real nicht hundertprozentig so. In aller Regel geht ein bisschen von der Kommission auch an den Pool. Aber tun wir mal einfach so, dass ja die 6 Euro, die habe ich als Broker jetzt in der Tasche. Und die sind auch nicht temporär, wie hier vorne beim Market Maker, sondern meine 6 Euro, die habe ich. Und ich sage einfach, der Spread geht an den Pool weg. So sieht's aus. Also, der Market Maker hat jetzt den Trade bei sich im Buch und der andere hat ihn durchgereicht an den Pool. Okay. Wenn wir das mal so machen, dass wir einen Trade durchreichen an den Pool, sollten wir mal kurz fragen, was da eigentlich passiert. Und das Bild ist jetzt tatsächlich, habe ich von der JFD-Webseite geklaut, soll es aber nur illustrieren und ist auch gilt für alle, die so ungefähr arbeiten. Hier sehen wir auch nochmal kurz unseren Kunden, der gerade den Trade aufgibt oder sich überlegt, einen Trade aufzugeben. Der sieht auch einen aktuellen Ask und einen Bitkurs. Und wo kommt der eigentlich her? Naja, der kommt hier hinten von, bei JFD sind es glaube ich irgendwie 20 oder 21 Banken und die dahinter stehen, die Kurse hier stellen. Und jetzt kann man mal fragen, was eigentlich mit diesem Trade passiert, der in diesen Pool reingeht. Wir haben ja gerade gesagt, da ist dieser eine Trader, der hat ein Lot Euro US-Dollar Long. De facto passiert hier Folgendes. Diese Order des Kunden wird gewissermaßen versteigert. Also wer bietet für diesen Trade den besten Preis? Da werden diese 20 hier abgefragt. Jeder darf sozusagen ein Angebot unterbreiten. Und das beste Angebot, ja, das wird einfach dann für den Kunden so umgesetzt. Und das ist es. Das heißt, die Banken hier, die konkurrieren untereinander. Der eine gibt vielleicht einen besseren Kurs als der andere. Die Banken selbst hier hinten agieren in dem Moment wieder wie ein Market Maker. Das heißt, sie bieten einfach. Natürlich gucken die, wo steht der Future vom Euro, US-Dollar und fragen sich, kann ich noch ein bisschen, noch ein Zehntausendstel runter oder drauf? Das ist das, was dann hier auf dieser Seite sich abspielt. Natürlich passiert das hier alles komplett computermäßig. Hier werden nicht auf Zuruf irgendwelche Preise durch die Gegend gejagt. Aber was wir uns festhalten können, dieser Pool macht jetzt den Preis. Aber im Unterschied zu dem reinen Market Maker, den wir gerade als Broker
gegenüber hatten, oder wir waren das, ist es hier die Summe aus diesem aus dem Pool. Die konkurrieren untereinander. Und das ist auch gut so. Und damit sehen wir gerade schon einen wichtigen Unterschied oder eine Herausforderung oder ein Qualitätsmerkmal an die Pools. Solche Pools, wo Broker ihre Order hinreichen, sollten eher möglichst groß sein. Wenn dann da doch nur eine einzige Bank hintersteht, hinter dem Pool, ja, dann wird es eigentlich gefährlich. Oder dann wird es wieder so ähnlich wie das Ganze direkt bei dem Market Maker. Also gut ist, dass hier welche sind, die miteinander konkurrieren um den Trade des Kunden. Gut, jetzt wird nochmal gerade gefragt, warum habe ich schon 10 Euro hier gewonnen? Also als aus der Sicht des Market Makers. Erstmal, hier steht temporär. Temporär soll einfach nur heißen, wenn der Markt sich jetzt nicht ändert und dieser Trader einfach seinen Trade in der einen Millisekunde eröffnet hat und in der nächsten Millisekunde wieder schließt, dann würde ich auch aus Sicht des Market Makers diese 10 Euro real verdienen. Unter der Annahme, dass der Preis sich überhaupt nicht verändert hat. Deswegen temporär und noch nicht dauerhaft in meinem auf meinem Konto als Broker. Dann nächste Frage, die auch nochmal gestellt wird: Was passiert mit den ganzen kleinen Trades? Nee, die kleinen Trades landen im Pool. Es wird vorher nicht gebündelt. Der Trade auch mit 0,01 Lot landet im Pool. Es ist nicht so, dass wir sozusagen erst aus 100 0,01 Trades einen Lot machen und damit an die Future-Börse gehen. Sondern der kleinste Trade wird an dem Pool durchgereicht. Also da wird nichts gebündelt. Also man muss sie sozusagen nicht erst poolfähig machen, um mal das Wort aufzugreifen, was hier auch gerade im Chat verwendet wurde. Gut, jetzt geht das Spiel natürlich weiter. Und jetzt machen wir das mit zwei Perspektiven, also mit zwei Preisentwicklungen. Also wir haben immer noch unseren Long Trade von unserem Kunden, diesem herrlichen Trader Hans, nennen wir ihn nochmal kurz so. Und Hans hat seinen einen Lot Euro-US-Dollar und wir haben ihm sozusagen den für 1,01 Ask bestätigt und der Trade läuft. Und jetzt können wir zwei Szenarien machen, nämlich Szenario A und Szenario B. Szenario A ist einfach, ja, Euro-US-Dollar geht wirklich nach oben, also Long Trade, genau richtig, also es wird ein Gewinntrade. Und zweiter Fall, der Preis für Euro-US-Dollar geht einfach nach unten. Also aus Sicht unseres Kunden, unseres Traders, wird das für den ein Verlusttrade. Und ich habe einfach jetzt hier zu diesen beiden Preisen, könnten wir jetzt mal fiktiv diesen Trade beenden, also A und B. Einmal mit einem sozusagen Gewinn aus Sicht des Traders und einmal mit einem Verlust aus Sicht des Traders. Die Kurse, die ich jetzt hier hingeschrieben habe, seien mal die von dem Market Maker. Zudem werden wir das Ganze uns jetzt mal eben angucken. Okay, da jetzt diese Kurse wirklich Bit-Kurse sind, die hier jetzt gerade angezeigt werden und zu dem Kurs werden wir jetzt diesen Trade auch beenden, 1,011, das ist der Bit-Kurs, der gerade im Chart angezeigt wird. Wenn wir als Market Maker dann diesen Trade zu diesem Kurs beenden, dann haben wir als Market Maker einen Verlust von 100 Euro gemacht, der Kunde einen Gewinn von 100 Euro. Szenario B ist natürlich ganz einfach genau andersrum. Also hier ist jetzt für den Trader der Trade ins Verlust gelaufen, Euro-US-Dollar ist nach Süden gelaufen. Damit habe ich als Market Maker einen Gewinn von 100 Euro gemacht und der Kunde einen Verlust von 100 Euro. Gut, soweit. Aber wie sieht das jetzt aus Sicht des STP-Brokers aus? Also der reicht das Ganze natürlich wieder durch an den Pool und da gibt es natürlich jetzt leicht andere Kurse, weil wir ja einen anderen Spread haben. Deswegen habe ich hier auch andere Kurse aufgeschrieben. Ja, und der Kunde, bei dem einen, im Fall A, würde einen Gewinn von 101 Euro machen und im Fall B macht dann Verlust von 99 Euro. Ich als Broker habe immer noch meine 6 Euro. Also sowohl im Fall A als auch im Fall B. Soweit, so gut. Ihr seht aber hier schon was.
Der STP-Broker hat auf jeden Fall seine 6 Euro eingestrichen, nämlich einfach seine Commission. Der Market Maker, naja, der hat für Fall A 100 Euro verloren, für Fall B hat er 100 Euro gewonnen. Okay, so sieht's aus. Jetzt muss ich noch mal kurz hier fragen, auf die Fragen gucken, was mit den Spreads passiert, gerade bei Events. Da wird geschrieben, können sogar auf Null runtergehen. Also gerade bei Events gehen sie tendenziell immer in aller Regel sogar hoch, nicht unbedingt auf Null. Aber prinzipiell ist es möglich, dass in einem Pool der Spread de facto Null ist. Also ist absolut möglich. Denkt dran, Perspektivwechsel. Uns interessiert gerade nicht der Trade, der Trader. Uns interessiert unsere Geldbörse. Also wir sind der Broker. Also wir sehen, als Market Maker macht der Trader einen Gewinntrade, habe ich als Market Maker ein Problem. Das ist nämlich jetzt bei mir ein Verlusttrade, also ein Verlust in meinem Konto. Macht der Trader einen schlechten Trade, der in Verlust endet, dann freue ich mich. Ich bin ja der Broker. Also immer, ihr seid Broker. Aus Sicht des STP-Brokers ist es anders. Da verdiene ich immer. Und zwar meine 6 Euro. Fassen wir es mal kurz zusammen. Also, Zwischenfazit. Was wir jetzt wissen ist, der STP-Broker gewinnt immer. Und zwar hier, in meinem Beispiel, pro Trade 6 Euro. Sofern dieser Trade jetzt hier, wie mein Beispiel, einfach ein Lot ist. Und die Kommission 6 Euro pro Lot beträgt. Beim Market Maker hängt mein Kontostand, also ihr seid ja Broker, also euer Kontostand als Market Maker, der hängt jetzt vom Kunden ab. Nämlich, wenn der Kunde einen Gewinn macht, ist das für euch ein Verlust. Macht der Kunde einen Verlust, ist das für euch als Market Maker ein Gewinn. Okay. Daraus können wir sofort schon mal ableiten, wir sind ja Egoisten. Also wir sind ja die Broker und wir sind jetzt sowohl in dem einen Fall wie in dem anderen Fall sind wir natürlich egoistisch. Also können wir sofort fragen, was wir uns wünschen als Broker. Als STP-Broker wünschen wir uns, meine Kunden sollen möglichst viel traden. Wie die Trades aussehen, interessiert mich nicht. Hauptsache, die traden viel. Je mehr Lots die ballern, umso besser für mich, weil ich verdiene die Kommission. Also wenn ich Market Maker bin, dann, ich bin ja der Egoist, also gucke ich, wie ich meinen Profit maximiere. Dann ist es natürlich schön, wenn meine Kunden möglichst viele schlechte Trades machen, also Verlusttrades. Also immer auf der falschen Seite sind. Kurs geht nach oben, und der Kunde macht einen Short Trade. Genial. Dann freue ich mich als Market Maker. Damit wird allerdings auch sofort eins klar. Und ich wäre sogar fast so weit geneigt, ich könnte jetzt gleich schon das Webinar beenden, was ich nicht tun werde. Aber was wir hier sofort sehen, ist das, was ich persönlich nicht haben will, wenn ich Geschäfte mache. Nämlich, ein Geschäft sollte immer eine Win-Win-Situation sein und nicht eine Win-Loss-Situation. Das haben wir allerdings nicht hier pauschal, wie wir jetzt unschwer direkt gesehen haben. Weil aus Sicht des Market Makers ist dann realisiert er Gewinne, wenn der Kunde einen Verlust macht. Das ist komisch. Also selbst wenn ich in meine Stammpizzeria gehe und da eine Pizza kaufen gehe, habe ich erstmal eine Win-Win-Situation. Ich kriege meine Pizza, die ich haben will und hoffentlich schmeckt sie auch. Und dafür kriegt mein Pizzamann meine Euros. Das ist Win-Win. Immer mal vorausgesetzt, dass es schmeckt und alles sonst erstmal okay ist. Also ich kriege eine Gegenleistung. Und beide haben was davon. Der eine kriegt Euros, ich eine leckere Pizza und bin satt anschließend. Das heißt, das gefällt mir hier schon eigentlich nicht. Also hier kommen sozusagen bei mir schon die Nackenhaare gehen hoch, weil das irgendwie nicht passt. Ja, hier, genau. Ich lese mal den Satz komplett vor, der hier gerade noch im Chat geschrieben wird, weil der ist schön beschrieben. Kurzfristig als Market Maker besser in Gänsefüßchen, aber längerfristig ist STP viel besser. Man hat von einer Kuh mehr, wenn sie lebt und Milch gibt und nicht, wenn man sie nur schlachtet und das Fleisch hat. Ein netter, guter Satz. Ja, da steckt viel drin für das, was wir hier untersuchen.
Gucken wir uns das Ganze mal mit ein paar mehr Trades an. Wie immer gibt es bei mir ein Excel-Sheet, logisch. Und in Wahrheit hatten wir dieses Excel-Sheet schon, als wir uns um Trefferquoten und sonst was bemüht haben. Und fragen mal, wir haben jetzt hier zwei Spalten, Market Maker Spalte, dann die STP Spalte. Wir haben jetzt hier wieder einfach, ich mache das Ganze mir wieder einfach, wir haben immer einen Trade. Der Trade ist entweder plus 100 Euro oder minus 100 Euro. Und dann, es gibt hier für den STP Broker auch immer so die 6 Euro Commission. Und ja, ihr seht hier schon die Equity, eure Equity, ihr seid ja Broker. Und jetzt machen wir erstmal die Trefferquote sozusagen marktneutral, nämlich auf 50%. Was übrigens schon, ich belüge mich hier gerade ein bisschen selbst. Das Gute ist, ich bin ja unter anderem hier auch Market Maker als Broker. Die Situation sieht nämlich für mich ein bisschen besser aus. Auf eine zufällige Trefferquote von 50%, mal angenommen, die Börse wäre völlig zufällig und wir hätten keinerlei Einfluss. Die Preise würden einfach wie aus dem Nichts entstehen und keiner kann irgendwelche Prognosen zuverlässig geben und dann wäre ja die Trefferquote in der Tat genau 50%. Ist sie aber nicht. Wegen dem Spread. Der Spread arbeitet immer für mich. Das heißt, selbst diese ominöse Zufallstrefferquote von 50% würden unsere Kunden nie erreichen aufgrund des Spreads. Die würden das Ganze schon asymmetrisch machen. Das ist so ähnlich wie beim Roulette-Tisch die Null. Also Rot und Schwarz kann man setzen, kriegt man auch genau das Gleiche ausgezahlt, was man einsetzt. Aber es gibt noch die Null, die führt sozusagen zu einer Asymmetrie. Und das ist hier, wäre es der Spread. Also Trefferquote von 50% werden in einer zufälligen Börsenbewegung selbst meine vielen, vielen Kunden gar nicht erreichen. Also machen wir sie mal eben brutal schlechter, 45%. Und ihr seht auch sofort, was hier mit meiner schönen Equity-Kurve passiert. Wir haben zwei. Wir haben die Equity-Kurve als STP-Broker, die rote Linie, die bleibt hier immer gleich, halt 6 Euro pro Trade. Wenn jetzt aber unsere Kunden nur in 45% der Fälle ihre Trades mit Gewinn beenden, dann sieht für mich als Broker in dem Fall meine Equity schon viel interessanter aus. Nochmal, ich habe es total vereinfacht. Ich habe hier nicht Trades mit 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, sondern immer meine Trades enden entweder auf plus 100 oder minus 100. Nur um es hier einfach zu haben. Aber ihr seht sofort, je schlechter die Trefferquote meiner Kunden wird, umso besser geht's meiner Equity-Kurve. Bei 30% verdiene ich nämlich pro Trade im Schnitt 40 Euro. Und das macht hier übrigens auch die Steigung von dieser Equity-Kurve. Und je besser meine Kunden werden, naja, umso mehr geht's mir an den Kragen. Und also ich sehe ja immer noch das Ganze ziemlich entspannt. Also sieht ja gar nicht so schlecht aus, meine Equity. Aber jetzt sind wir ja die Broker-Equity. Ihr seht aber, was hier in Summe passiert. Und ich habe also ein natürliches Interesse daran, wenn ich Market Maker bin, dass meine Kunden Verluste machen. Ich muss mal kurz hier in die Chatliste, weil ihr schreibt heute wirklich sehr, sehr eifrig, deswegen gucken wir mal schnell hier wieder rein. Genau, der Market Maker muss theoretisch alles abnehmen, aber selbst das muss er nicht. Steht in seinen AGBs, er kann jeden Trade ablehnen, zu jeder Zeit. Und das führt dann zu den sogenannten Requotes. Das heißt, ich muss noch nicht mal. Bei dem Pool gibt es das natürlich theoretisch genauso. Könnte ja sein, dass meine Order keiner im Pool abnehmen will. Aber dadurch, dass diese 20 Banken gegenseitig um meinen Trade bieten, wird schon immer einer dabei sein, der den dann abnimmt. Sichern sich Market Maker nicht ab? Fragezeichen. Kommen wir gleich zu. Okay. Das nur mal dazu. Also ihr seht, wie unsere Equity aussieht. Je schlechter die Trades, desto besser unsere Equity. Gut, gehen wir mal weiter im Geschäft. Wir sind ja noch bei Weitem nicht durch mit dem, wenn wir die Perspektive gewechselt haben. Also, gehen wir mal wieder rein ins Geschäft. Wir haben nämlich eine gute Nachricht für den Market Maker, bevor wir genau auf die Frage eingehen, hey, sichern die sich gar nicht ab? Ich habe jetzt einfach hier zwei Statements.
Und ganz ehrlich, könnt ihr mir glauben, ich kann sie weder beweisen, noch habe ich irgendwelche Quellen, die ich da angeben kann, sondern die habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, irgendwo im Netz. Und kann also leider, auch wenn ich ja sonst eher mal wissenschaftlich unterwegs bin, hier keine Quelle angeben. Also nur vom Hörensagen. Mehr kann ich dazu wirklich nicht zu sagen. Und ich habe sie auch wirklich nicht anders. Also kein weiteres Insider-Wissen, was ich da irgendwie rausholen könnte. Aber es gibt die eine Aussage, 80% aller Trader verlieren Geld beim Traden. Wenn ich mir recht entsinne, war das irgendwie eine Untersuchung aus Frankreich. Jetzt will ich nicht unterstellen, dass Frankreich anders ist als Deutschland, aber irgendwo in diesem Zusammenhang habe ich diese Zahl mal aufgeschnappt. Da wurden irgendwie Zahlen von Brokern veröffentlicht. Wie und woher, weiß ich nicht. Dann gibt es noch eine andere, die kommt dann mehr sozusagen aus der Broker-Szene. Die nennt sich die 90-90-90-Regel. Also gucken wir mal kurz drauf. Ich hoffe, euch wird nicht irgendwie sozusagen anders, wenn ihr diese Regel hört. Also 90% der Trader verlieren 90% ihres eingezahlten Kapitals in 90 Tagen. Wow. Ich habe es bewusst dahinter geschrieben. Auch da kann ich keine Quelle für angeben, aber das ist das, was man sich auf der Brokerseite gerne erzählt. Ich hoffe, ihr seid nicht Leidtragende von genau dieser Regel, weil es geht ja ziemlich brutal zu. Können wir aber wieder zurückgehen. Wenn wir mal nur glauben, dass diese zwei Sätze ein bisschen Funken Wahrheit in sich tragen und wir haben hier noch Futter, also sie müssen bei weitem nicht so schlimm sein, wie die Zahlen hier stehen. Dann brauchen wir uns ja eigentlich als Market Maker gar keine Sorgen machen für unser Geschäftsmodell. Weil, ich gehe zurück, jeder Verlust meines Kunden ist mein Gewinn. Okay. Das heißt, mit solchen Zahlen brauche ich mir für mein Geschäftsmodell erstmal keine großen Sorgen zu machen. Übrigens sollte man nie vergessen, weil das sieht jetzt hier so wie grenzenloser Reichtum und sonst was aus, dass natürlich jeder Broker, sowohl der eine Market Maker als auch der STP, natürlich auch Kosten haben. Das fängt mit Computern an, mit Personal und. Die habe ich jetzt mal alle geflissentlich total ignoriert, so als ob jede Einnahme gleich auch mein Gewinn ist. Das ist natürlich nicht so. Also die Kosten sollten wir jetzt nicht völlig unter den Teppich kehren. Die haben wir natürlich. Gut ist nur jetzt, wenn wir also Market Maker sind, mit diesen Zahlen brauchen wir uns nicht so wirklich Sorgen machen. Aber steigern wir das mal, bevor wir dann wieder seriös werden. Also jetzt wollen wir erstmal so richtig unseriös werden. Oder wie es ganz oben in der Folie steht. Und wenn wir jetzt auch noch richtig fies werden, was können wir dann machen? Okay, wir machen den Kurs. Das heißt, wenn jemand Buy Market drückt und da den Kurs wie vorhin 1,01 auf seinem Schirm gesehen hat, heißt das ja nicht, dass er den auch kriegt, sondern wir machen den Kurs. Das heißt, wir können theoretisch Ein- und Ausstiege verschlechtern. Übrigens, das Gleiche mit dem, man kriegt nicht den Kurs, den man da gerade im Chart sieht, gilt natürlich genauso für den STP-Broker. In der Millisekunde, wo unser Kunde auf das Kaufbutton drückt und auf seine 1,01 sieht, ist ja nicht, danach geht die Order in den Pool und wo dann der Kurs ist, ja, keine Ahnung. Höher, tiefer oder genauso. Kann man jetzt ad hoc nicht beantworten. Es reicht nicht, wenn wir tatsächlich in auch noch schnell sich bewegenden Märkten gerade unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja fies werden. Also, wenn ich Market Maker bin, kann ich theoretisch Ein- und Ausstiege, das gleiche kann ich ja beim Ende des Trades auch nochmal machen, die Trades überverschlechtern. Und das Schöne ist, ich brauche dafür ja nur ganz kleine Zahlen. Wenn ihr euch mal, wir hatten mal ein Webinar Börse und Statistik, da habe ich mal gezeigt, dass eigentlich auch das normale Traderleben eigentlich ein Cent-Geschäft ist. Also erst die Summe der vielen, vielen Trades kann auch unser Konto nach Norden, auf die Nordseite bringen. Es sind nicht die einzelnen Trades, die uns da irgendwie rausreißen, sondern es ist so dieses Cent-Geschäft, dass ich langsam dieses Konto nach oben kriege. Wenn ich natürlich jetzt hier langsam immer wieder leicht verschlechtert werde, kriege ich es wahrscheinlich noch nicht mal mit. Dem ist so. Übrigens, großer Unterschied, jetzt nicht allgemein zu STP-Brokern, aber zumindest bei JFD, was ihr da immer haben könnt, ist ein sogenannter Post-Trade-Stop.
Transparency Report, also ein Post-Trade Report. Das heißt, ihr könnt euch so ein Trade, den ihr macht, auch mal richtig berichten lassen. Also mit welcher Bank wurde er abgewickelt? Zu welcher Millisekunde ist er im Pool gelandet? Zu welcher Millisekunde ausgeführt? Welche Bank hat den Zuschlag gekriegt? Zu welchem Preis? Und. Den Report gibt es kostenlos und nennt sich der Post-Trade Report, den man da bekommen kann. Wir können natürlich, wir wollen ja jetzt gerade fies werden und unseriös werden. Wir können natürlich auch mit netten Boni-Programmen locken, wenn wir, ja, das kann erstmal prinzipiell jeder, aber wenn ich ja weiß, dass die Mehrzahl beim Traden nachher eher falsch liegt, macht das nichts, wenn ich irgendwie auf eine Kontoeröffnung von 5.000 Euro nochmal eben 500 Euro oben drauf lege. Tut nicht wirklich zur Sache. Wenn ich ja in Summe erwarten kann, dass nachher das Geld verloren wird, kann ich diese 500 Euro gerne mal eben drauflegen. Kleine Anekdote, ich hoffe, die Zeit, ich überziehe heute nicht, dann auch noch gnadenlos, wobei ich das gar nicht hier erwartet hätte. Mit diesen sogenannten Boni-Programmen hätte es mein Broker beinahe erwischt. Und zwar hat er das in China extensiv gemacht, aber hat die Rechnung ohne die schlauen Chinesen gemacht. Boni-Programme funktionieren ja in aller Regel so, dass man einfach halt oben noch eine Summe draufkriegt, kriegt dann allerdings die Verpflichtung, also man kann nicht einfach sozusagen 5.000 Euro einzahlen, kriegt die 500 Euro oben drauf und dann 3 Wochen später sagen, hey, so, keinen einzigen Trade gemacht und jetzt kriege ich 5.500 Euro ausgezahlt. Das geht natürlich in keinem dieser Boni-Programme, sondern man muss auch noch irgendwie ein Mindest-Trade-Volumen abwickeln, bevor man da wieder das Geld abziehen kann. Was man allerdings machen kann, ist, man tut sich zusammen mit einem guten Kollegen und beide eröffnen ein Konto, beide kriegen den Bonus obendrauf und dann tradet man simultan. Der eine long, der andere short. Das heißt, wenn die das mal auf die Millisekunde gleich alles tun und ihre Trades eröffnen und schließen, werden die Trades bis auf Spread, machen die natürlich einen Verlust, aber keinen großen. Damit kann man das Mindestvolumen sozusagen abgrasen und wenn man es erreicht hat und jetzt noch Geld dann über ist, das kann man vorher schön ausrechnen, ob das möglich ist, kann es sein, dass ich in Summe nachher mehr ausgezahlt kriege, als ich je eingezahlt habe. Dumm gelaufen. Hätte einem Broker fast das Genick gekostet. Geht nur in besonderen Situationen. Okay, aber das nur mal als kleine Anekdote am Rande. Okay, jetzt kriege ich hier schon weitere gute Hinweise, was ich sonst noch alles machen könnte. Die nehme ich gleich auch auf, weil stehen bei mir auch auf der Folie. Den Post-Trade-Report versteht man auch. Ihr könnt euch das mal angucken, werde ich hier gerade gefragt. Ich habe hier einen, da ist er. Der ist im Internet auf der JFD-Homepage. Und da steht dann zum Beispiel, welche Banken sozusagen dran beteiligt waren an dem Trade. Also wer alles hier sozusagen mitgemischt hat. Dann Execution Speed und. Also ist ein mehrseitiges Dokument hier. Wer dann nachher den Zuschlag gekriegt hat, welche Slippage aufgetreten ist. Alles Mögliche. Also steht hier drin, kann man sich auch mal angucken auf der Internetseite direkt bei JFD. Jetzt will ich ja noch genau auf den Namen. Das ist der Post-Trade Execution Report. Okay. Gut, also mit Boni-Programmen können wir die Leute locken, vielleicht noch den einen oder anderen Trade extra zu machen, der dann in Summe das Konto nach Süden führt und immer der Verlust ist mein Gewinn. Dann haben wir natürlich noch eine schöne Möglichkeit. Da wir ja der Broker sind und viele Leute ja nun mal sinnvollerweise mit Stop-Lossen ihre Trades aufgeben, was ich auch nach wie vor absolut für mich ein Muss ist, und auch vielleicht einen Take-Profit dann haben, ich weiß ja, wo die alle sind. Und dann könnte ich natürlich mal gucken, ob nicht mit einer leichten Kursbewegung ich besonders viele Stop-Losse abfische. So nennt man es ja dann auch. Stop-Phishing. Das heißt, da ich ja den Kurs selber mache, wenn ich doch mal so ein bisschen nach Norden oder nach Süden gehe,
kann ich mir vielleicht noch ein paar Extras holen, weil da besonders viel gerade zu holen ist, weil da so viele Stop-Losse liegen, die ich dann alle dann reiße. Auch eine Möglichkeit. Ich will aber nochmal betonen, ich sage, wir wollten ja jetzt gerade unseriös werden. Ich sage, will weiß Gott nicht behaupten, dass das alle Market Maker auf dieser Welt genauso handhaben. Definitiv Antwort nein. Aber zumindest erwähnen will ich es mal als Möglichkeit. Und wir sind ja jetzt gerade Broker und wir überlegen uns, wie wir ein Geschäftsmodell aufziehen. Aber jetzt werden wir auch mal wieder seriös. Wenn wir ein seriöser Geschäftsmann sind und wir wollen ja auch die Gehälter unserer Mitarbeiter zahlen können, müssen wir natürlich auf unser Risiko achten. Das heißt, wir haben jetzt bestimmte Sachen, die einfach passieren können. Und zwar könnte es natürlich zum Beispiel sein, was, wenn meine Kunden mehrheitlich Euro, US-Dollar long sind und der Kurs tatsächlich steigt? Wäre natürlich jetzt ein blödes Szenario für mich, als Broker. Gut. Zu einem ist erstmal gut. Ich muss mich immer nur eigentlich um meine Nettoposition kümmern. Mit Netto meine ich jetzt hier immer Folgendes. Ich habe ja viele Kunden, hoffentlich Tausende. Und ich habe zwar oben im ersten Satz geschrieben, die sind mal gerade mehrheitlich long, heißt ja noch lange nicht, dass alle long sind. Wenn ich vielleicht auf der einen Seite 100 Lots long gerade habe, aber es trotzdem auch noch 80 Lot short von anderen Kunden gibt, wirklich kümmern, muss ich mich immer nur dann um die verbleibenden 20, also um meine Nettoposition. Das ist natürlich schon mal gut, dass ich mich immer nur um meine Nettoposition kümmern muss. Und ich könnte natürlich jetzt einfach Folgendes machen. Und solche Sachen wurden auch vorhin schon hier bei euch im Chat auch schon erwähnt. Ich könnte zum Beispiel stündlich, jetzt stündlich ist hier völlig fiktiv, das lässt sich technisch natürlich auch feiner regeln, immer auf meine Nettoposition schauen für ein bestimmtes Symbol. Und wenn mir das Ganze sozusagen ausufert, na dann könnte ich ja vielleicht doch mal was weiterreichen an die Börse. Und dann gehe ich natürlich dann an die echte Future-Börse, weil wenn ich da dann meinen Trade abwickle und jetzt komme ich auch mit den ganzen Lots definitiv klar, kriege ich bessere Konditionen. Also ich zahle dann zwar definitiv Spread und Commission, auch ich als Market Maker, aber ich sichere mich ab. Und damit kann ich mich dann genau davor schützen. Gut. Jetzt werde ich, oh, eine ganz spezielle Frage hier. Was für ein Broker ist Binary Threads? Muss ich passen, da ich noch niemals den Brokernamen je gehört habe. Im Zweifelsfall mir nochmal eine E-Mail schicken. Ich gucke dann mal nochmal bei denen auf die Internetseite. Die kann ich wahrscheinlich leichter interpretieren als vielleicht andere. Aber zurück hier rein. Also, ich kann mich absichern, wenn es sozusagen ausufert in eine Richtung. Das kann ich machen. Dann gehe ich einfach mit Ordern an die Börse. Und wenn dann wirklich der Kurs noch weiter steigt, dann ist zumindest erstmal sozusagen mein Risiko gedeckelt. Also davor kann ich mich schützen. Wichtig ist natürlich, wie immer, wenn ich mich schützen will, das ist so ähnlich wie eine Versicherung abschließen, das kostet Geld. Aber da ich ja ein seriöser Geschäftsmann bin und auf mein Risiko achten muss, werde ich nicht drum herum kommen, weil solche Situationen wird es geben, dass einfach dann doch mal, und wenn es nur temporär ist, mehrheitlich meine Kunden doch alle auf der richtigen Seite liegen. Kann ich mich also verschützen. Dann gibt es natürlich auch einfach Kunden, die es drauf haben. Die machen einfach Gewinne. Jetzt schmunzeln wir natürlich alle, weil wir uns das ja alle selber auch genau wünschen, genau diese Gewinne zu machen. Und natürlich gibt es die. Selbst meine Hörensagen-Statements lassen ja noch zu, dass es Leute gibt, die einfach mehrheitlich Gewinne machen. Und ich gönne sie auch jeden. Naja, wenn ich die habe in meinem Portfolio, in meiner Kunden, hey, auch kein Problem. Ich identifiziere diese. Und wenn ich von denen Trades sehe, von diesen Kunden, dann reiche ich die einfach durch. Also die reiche ich dann wirklich selber auch weiter an die Börse. Oder noch fieser, ich verdopple sogar die Trades. Also ich hole mir sozusagen noch selber einen obendrauf. Und wenn ich die einmal so gut identifiziert habe, die es
warum und wie auch immer einfach drauf haben, dann schaden die mir erstmal nicht, weil ja, zurück zu meinem Satz, die Gewinne meiner Kunden sind ja meine Verluste. Dann bin ich da raus aus dem Schneider. Und jetzt in dem Fall will ich sogar noch mitverdienen. Natürlich gibt es hier ein Problem. Die Herausforderung ist da. Ich brauche jetzt einen guten Algorithmus, der meine Kunden klassifiziert. Aber gute Nachricht wieder vorweg. Ganz so schwierig ist es nicht. Und ich muss auch nicht hundertprozentig richtig sein. Ihr braucht nur wieder zurückgehen an die Seite 80% verlieren Geld. Also wenn ich da ein paar Kunden drauf oder runter, die mal falsch klassifiziere, wird mich das nicht gleich umbringen. Okay. Es gibt hier jemand anderen, der schon mal auf die Frage Binary Threats antwortet, der einfach sagt, naja, bei Binary, das klingt schon wie binäre Optionen. Und spätestens bei binären Optionen kann es eigentlich nur ein Market Maker sein. Gebe ich völlig recht. So klingt es zumindest, aber wie gesagt, wissen tue ich es auch nicht. Dann gibt es nochmal den Post-Trade-Report, gibt es aber nicht bei CFD-Trades, oder? Fragezeichen. Jetzt muss ich gestehen, jetzt bin ich auch überfragt. Ich glaube, den gibt es da auch, also zumindest bei Indizes. Wie es jetzt bei Aktien aussieht, weiß ich nicht. Aber mich würde es wundern, wenn es den nicht bei Indizes genauso gibt, weil auch die gehen in den Liquiditätspool. Nochmal, da will ich jetzt mich nicht festlegen, weil ich die Antwort einfach nicht definitiv einfach parat habe. Zu dem Ansatz, den wir jetzt hier gerade mit der Kundenklassifizierung, gibt es ja auch nochmal einen Hinweis. Natürlich, wenn jemand da Gewinne macht, ist das keine Garantie dafür, dass er die in Zukunft auch macht. Klar, stimmt. Aber zumindest tendenziell versuche ich, die vielleicht doch eher auch mal auf der Gewinnerseite liegen, zu identifizieren und dann mich, ich bin ja Broker, vor denen zu schützen. Weil, nochmal, wir machen ja Perspektivwechsel. Deswegen also nicht wundern, wenn ich jetzt eine solche Sprache verwende. Genau. Der ein oder andere Market Maker erlaubt auch Scalping nicht, wird nochmal hier der Hinweis gemacht. Die tieferen Gründe dafür erschließen sich mir ehrlich gesagt nicht, weil Scalping eigentlich die Steigerung davon ist, noch eher auf der Verlustseite zu landen. Also zumindest in aller Regel. Gibt es gerne auch immer wieder auch gute Ausnahmen. Aber die Aussage teile ich, die hier auch geschrieben wird. Meistens, es steht manchmal auf Internetseiten, dass Scalping verboten ist. Aber wie gesagt, das erschließt sich mir nicht, weil wenn ich jetzt, ich bin ja jetzt gerade Market Maker, ich wüsste nicht, warum ich es verbieten sollte. Weil kann ja auch dran verdienen. Jetzt wird nur geschrieben, aufgrund der Schnelligkeit der Trades, ja, die stört mich ja nicht. Hauptsache, der Trade endet im Verlust. Dann ist für mich ja alles in Butter als Broker. Okay. Aber jetzt mal was Positives. Kann ich meinem Kunden als Market Maker eigentlich auch was extra anbieten? Also sozusagen nochmal so einen kleinen Bonus, aber jetzt nicht im Sinne von extra Boni auf eine Einzahlung. Ja, kann ich in der Tat. Und zwar ganz seriös und ganz sauber. Der Grund ist, jetzt sind wir nämlich wieder bei den Swap-Kosten. Und zwar wurde ganz am Anfang ja danach gefragt, da kann ich wirklich was bieten. Weil ich mich ja eigentlich nur um meine Nettoposition kümmern muss. Und wie wir gesehen haben, und auch um die vielleicht gar nicht wirklich, je nachdem, wie extrem wir gerade sind, kann ich das auch alles in meinen Büchern belassen oder auch nicht. Irgendwas kann ich auch vielleicht weiterreichen. Aber ich brauche mich auf jeden Fall nur immer um die Nettoposition kümmern. Das ist natürlich praktisch. Das führt automatisch dazu, ich kann meine Swap-Kosten senken. Und in der Tat findet man auch fast durch die Bank bei Market Makern bessere Swap-Kosten als bei STP-Brokern. Ist natürlich auch einfach, weil stellt euch vor, die einen, also 100 Lot
Euro US-Dollar Long, der andere oder die Summe aller anderen 100 Lot Short, die sind ja sowieso gegeneinander verrechnet eine Null. Theoretisch ist es so, dass die Summe von zwei Swap-Kosten, Long und Short, die ergibt nie Null, sondern die ist immer negativ. Also auch wenn man Trades in beide Richtungen hält, hat man immer in Summe dann echte Swap-Kosten, auch wenn der eine vielleicht sogar Swap-Gewinne macht und der andere Swap-Kosten verursacht. Aber die Summe von den beiden ist definitiv immer negativ. Sonst wäre ja Traden wirklich herrlich. Aber ich kann natürlich hier an der Schraube jetzt drehen und meinen Kunden was Gutes tun, weil ich natürlich mich immer nur um meine Netto-Position kümmern muss. Und oder noch schlimmer, wenn ich sogar alles in meine Bücher nehme und gar nichts irgendwo hindurchreiche, dann habe ich sowieso überhaupt gar keine Swap-Kosten real, sondern die sind ja ohnehin alle nur fiktiv, weil sämtliche Trades einfach nur in meinen Büchern drin stehen und sonst nirgends. Sie sind gewissermaßen rein fiktiv. Das klingt immer so wahnsinnig negativ, aber wir führen nun mal hier ein Geschäft, wo wir keine Waren hin und her liefern. Von daher, selbst wenn auch beim STP-Broker meine Order schließlich endlich irgendwo bei Bank XY landet, dann bleibt es trotzdem ja irgendwo fiktiv. Nur ist es dann in einem anderen Buch. Also das eine muss man nicht mit dem anderen direkt verwechseln. Gut, wird aber ein paar Hinweise hier. Auch Hebel ist meistens bei Market Maker besonders groß. Ja, damit man sich im Zweifelsfall auch nochmal überhebeln kann und vielleicht noch ein paar mehr Trades eingeht, die schließlich nicht im Verlust enden. Genau. Gut, wenn ich immer 0,1 Punkt zum Beispiel beim DAX, ist das fast schon ein sicherer Gewinn. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, wie die Aussage hier gemeint ist. Sorry, muss ich jetzt gerade passen. Gut, also wir haben jetzt gesehen, also ich kann auch als Market Maker meinen Kunden noch was extra Gutes tun. Und zwar zum Beispiel, indem ich die Swap-Kosten einfach, die kann ich senken. Warum erwähne ich das mit? Weil natürlich ist es, wenn ihr euch einen Broker aussucht, guckt man auf alles Mögliche. Man guckt auf Commission, Spreads, Swap-Kosten und, und. Aber man guckt oft immer nur auf die halbe Wahrheit. Wichtig ist ja schließlich und endlich, wie wird der Trade durchgeführt. Und das findet man logischerweise auf keiner Internetseite, weder bei dem STP noch bei dem Market Maker, wie die Summe aller Trades durchgeführt wird und wie groß da Abweichungen waren. Statistische Sachen findet man schon, zum Beispiel auch bei JFD. Da findet man Analysen zum Beispiel zur Slippage, die ja auch was ganz Natürliches ist. Und es stellt sich so heraus, sie ist mehrheitlich positiv. Das nochmal eben so am Rande. Gut. Jetzt haben wir tatsächlich überzogen. Weil ich habe noch eine Folie, bevor ich zu meiner Zusammenfassung komme. Also ich will noch ein Thema ganz kurz sagen, weil wir sind ja Broker und jeder Broker macht ja auch Marketing. Und daran könnt ihr auch immer so ein bisschen auf Broker draußen in der freien Welt, Wildbahn unterscheiden. Wie mache ich jetzt eigentlich Marketing? Je nachdem, ob ich Market Maker bin oder ein STP-Broker bin. Natürlich auf Basis meines Geschäftsmodells. Als Market Maker brauche ich natürlich viele und am besten immer wieder neue Kunden, weil die haben dann frisches Geld und können mehr nachschießen. Heißt im Umkehrschluss, ich sollte Marketing machen mit großer Reichweite. Ich muss auffallen. Ich zum Beispiel über Sponsoring. Wenn auf irgendeiner Mannschaft mein Name steht, vielleicht googelt mich mal irgendjemand und findet genauso mich. Das heißt, das ist ein Weg, um auf mich aufmerksam zu machen. Ich musste ja sozusagen nur mal einmal rankriegen. Wenn ich STP-Broker bin, mache ich was anderes als Marketing. Hier ist ja meine Absicht, ich verdiene ja, je mehr die Leute traden. Und ich verdiene ja nur am Volumen, weil ich kommissionsbasiert verdiene. Also ist erstmal mein erstes Anliegen, meine Kunden sollten möglichst erfolgreich werden, weil dann traden sie länger und mehr. Wie kann ich jetzt trotzdem versuchen, mein Marketing aufzubauen für mein STP-Broker-Konzept? Ich brauche eine super Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich brauche Leute, die über mich was Gutes erzählen. Nämlich
dass meine Trades ordentlich ausgeführt werden, dass ich mir angucken kann, wo und wie, zu welcher Millisekunde was passiert ist. Ich habe also ein anderes Anliegen in meiner, es ist nicht die Reichweite, sondern hier geht es um die Zufriedenheit. Ich brauche die Leute, die dann Gutes über mich erzählen. Ich habe hier einen ganz komischen Satz aufgeschrieben, den man sofort missverstehen würde, wenn man ihn einfach nur ohne Kontext liest. Wenn ich STP-Broker bin, dann bin ich nämlich meistens der Broker zweiter Wahl. Jetzt meine ich damit natürlich was ziemlich Verrücktes. Zweite Wahl klingt ja immer wie schlecht. Nee, weil ich meine hier was ganz Positives. Die Leute finden mich als STP-Broker meistens erst nach einer Trading-Historie. Deswegen zweite Wahl. Ich falle in aller Regel nicht beim ersten Mal auf. So hochglanzartig kann ich das, was ich tue, gar nicht aufschreiben. Aber wenn Leute mal viel getradet haben, dann finden sie mich als STP-Broker. Und deswegen mein Kommentar mit, ich bin dann zweite Wahl. Aber im Positiven. Gut, jetzt muss ich immer auf die vielen Fragen hier gucken. Gut. Genau. Da den Satz, den lese ich mal einmal noch kurz laut vor. Die Wichtigkeit der Ausführungsqualität der Trades hängt davon ab, wie viele Bips ich pro Trade durchschnittlich realisiere. Also wenn ich längerfristig handle, habe ich mit einem Market Maker keine Nachteile. Ihr wisst, ich bin mehr so mathematisch geprägt. Und damit kann ich das nicht bestätigen. Das Entscheidende ist, ich mache einen Haufen Trades. Und ich mache einfach 100 oder 1000 Trades. Und mit jedem Trade habe ich eine gewisse Gewinnerwartung oder Verlusterwartung, also hoffentlich eine Gewinnerwartung. Und je mehr mir von meiner Gewinnerwartung weggeschnitten wird, umso schwieriger wird es für mich als Trader. Das heißt, was ich brauche, ist natürlich irgendwie eine Strategie, die überhaupt erstmal mehr Gewinne als die Summe aller Gewinne sollte höher sein als die Summe aller Verluste. Blöd ist nur, wenn mir sozusagen wie am Roulette-Tisch die Null da reingereicht wird und mir zwischendurch was weggenommen wird. Was natürlich hier richtig ist, längerfristige Trades kann ich eher bei einem Market Maker machen aufgrund der geringeren Swap-Kosten. Wenn ihr euch aber dann auf längere Strecke anschaut, wie euer Verhältnis von Swap-Kosten zum normalen Trade ist und Gewinne und Verluste und das wiederum verglichen mit den Swap-Kosten, würde ich den Satz, so wie er hier steht, nicht mehr bejahen. Also, ich sage zumindest Vorsicht. Trotzdem gilt, wenn ich zwei Trades für 3 Wochen halte, also den einen bei einem Market Maker und den anderen bei einem STP-Broker, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Trade beim Market Maker weniger Swap-Kosten erstmal nach den 3 Wochen hat als bei dem anderen. Das ist wirklich in der Tat so richtig. Natürlich muss ich allerdings noch fragen, zu welchem Preis bin ich in den Trade reingekommen und zu welchem Preis werde ich aus dem Trade rausgehen. Und naja, mal gucken, wo mal zwischendurch meine Stop-Losse waren. Gut. Aber jetzt ist wirklich schon bald 10 nach 8. Also, wie immer, in a nutshell, also das, was vielleicht hoffentlich hängen bleibt. Erstmal, wir waren Broker heute. Und ich glaube, das Geschäftsmodell Broker ist eigentlich ziemlich interessantes. Jetzt gibt es leider eine Hürde, um nicht ganz so, dass nicht jeder hier von uns gleich morgen Broker aufmachen kann. Aber übrigens, ganz so schwer ist es dann doch nicht. Mit ein bisschen Startkapital ist das gar nicht mal so schwer. Startkapital heißt hier so in der Höhe circa 100.000 Euro. So als nullte, als Näherung, Hausnummer, um vielleicht selber mal einen Broker aufzumachen. Aber wie gesagt, nullte Näherung. Die nächsten 2 Sätze habe ich bewusst einfach in Ich-Form geschrieben, weil hier will ich jetzt auch wirklich meine Meinung auch wirklich kundtun. Nämlich, ich möchte nun mal meine Geschäfte immer in einer Win-Win-Situation machen. Das ist mir wichtig. Das gilt für jedes Geschäft, was ich tue, auch abgesehen vom Traden. Das ist einfach mein Anspruch. Das ist meine Philosophie. Und ich gebe gerne Geld für ein Buch aus, weil ich kriege eine Gegenleistung. Und
Genau das ist das, was ich hier beim Trade auch erreichen will. Ich möchte was, also ich bin natürlich auch bereit zu zahlen, deswegen, dass Trades Geld kosten, weiß ich. Und solange ich eine gute Gegenleistung und Mehrwert dafür erhalte, dann bin ich zufrieden. Deswegen mal hier die Sätze ganz einfach in Ich-Form geschrieben. Fazit: Werde dein eigener Broker. Ihr seht, ihr habt einen kleinen Smiley dahinter gesetzt. Oder zumindest such dir den Broker deiner Wahl. Wie immer bleibe ich neutral. Natürlich kann ich nicht hundertprozentig neutral bleiben. Dass ich einen Bias habe, ist auch klar. Will ich auch gar nicht verheimlichen. Aber mir geht es darum, wie das Geschäft funktioniert. Und Win-Win sollte jedes Geschäft sein. Das eröffnet für mich zumindest erstmal die Perspektive, auch immer fair behandelt zu werden, weil dann wollen ja beide was. Und diese Fairness, naja, steht auf jeden Fall im Namen von JFD. Just, Fair and Direct. Sind nun mal die drei Buchstaben von JFD. Das will ich auch mal hier sagen. Und dafür steht in der Tat jeder bei JFD. Ich kann es wirklich bestätigen. So zweimal war ich mal auch im Hauptsitz bisher und werde auch noch mal das ein oder andere von da direkter berichten. Gut, heute also ganz anderes Webinar. Wir waren Broker. Wir haben gesehen, wie wir das Geschäft aufziehen können und könnten, mit welchen Facetten. Hoffe, war auch mal ganz interessant, das sich aus der Perspektive alles mal anzuschauen. Das war das erste Webinar. Natürlich folgen hier noch viele. Im gesamten Jahr. In 2 Wochen geht es wieder weiter. Ich hoffe, dass wir dann wieder Bitcoins handeln können, weil ich will was über Bitcoin Trading sagen. Und das dann nicht nur theoretisch, sondern auch wieder praktisch. Kurz werden wir übrigens bei Bitcoins auch nochmal auf das Thema Broker kommen müssen, weil gibt ein paar interessante Stories, warum der Handel auch bei Bitcoins erstmal wieder ausgesetzt wurde von den Liquiditätspools. Wer jetzt heute das Webinar gehört hat, wird wahrscheinlich schon ahnen, warum die Liquiditätspool keinen Bock mehr auf Bitcoins hatten. Wohlgemerkt hatten. Es könnte jetzt sich alles wieder ändern. Okay, soweit von mir. Bis demnächst und euch noch einen schönen Abend. Macht's gut.